Sie wollen einen Kochkurs besuchen. Schreiben Sie an einen Kochkurs. Warum schreiben Sie? Wann? Preise? Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gern einen Kochkurs dort besuchen. Könnte ich bitte am 1. Oktober beginnen? Wie viel kostet das? Bitte schreiben Sie mir bald. Ich freue mich sehr auf Ihre Antwort. Herzliche Grüße, Thomas Friedmann. Sie ziehen nächste Woche um und brauchen einen Mobilwagen. Schreiben Sie an eine Transportfirma eine E-Mail. Warum schreiben Sie? Wann? Preise? Sehr geehrte Damen und Herren, ich ziehe nächste Woche um und brauche bitte einen Mobilwagen. Bitte sagen Sie mir, wie sind die Preise? Viele Grüße, Olga Ramirez. Sie haben im Internet einen Fernseher gekauft. Er war kaputt. Schreiben Sie an die Firma. Warum schreiben Sie? Sie wollen Ihr Geld zurückhaben. Geben Sie Ihre Kontonummer. Sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche hatte ich einen Fernseher im Internet von Ihrer Firma gekauft. Leider war er schon kaputt. Konnte ich bitte mein Geld zurückhaben? Meine Kontonummer ist 884448. Bitte geben Sie mir Bescheid. Viele Grüße, Thomas Sowell. Ihre Freundin Anna bittet Sie, einen Brief zur Post zu bringen. Sie haben keine Zeit. Sie sollen eine Reise machen. Können nicht? Warum? Wohin fahren Sie? Wann sind Sie wieder da? Liebe Anna, wie geht's dir? Es tut mir wirklich leid. Ich kann leider deinen Brief nicht zur Post bringen. Ich muss sofort nach Südafrika fahren. Ich werde nächste Woche zurückkommen. Bis dann, Rick. Sie haben bald Geburtstag und möchten Ihre Freundin Linda und Ihren Freund Martin einladen. Schreiben Sie eine Einladung. Einladung wann? Wo? Wer kommt noch? Lieber Martin, liebe Linda, wie geht es euch? Ich habe am Donnerstag Geburtstag. Deswegen möchte ich euch zu der Party einladen. Die Party findet in meiner Wohnung statt. Michaela, Markus und Marion kommen auch. Ich freue mich auf euch. Bis dann, Rick. Bitte schreiben Sie an Ihren Freund Georg eine E-Mail. Sagen Sie, Sie wollen mit Ihrer Familie eine Reise nach Hamburg machen. Georg holt Sie ab. Ankunftstermin? Wie viele Personen kommen Sie? Entschuldigung, mit wie vielen Personen kommen Sie? In welchem Hotel übernachten Sie? Lieber Georg, ich hoffe, dass alles okay bei dir ist. Ich möchte nächsten Monat am 28. Oktober eine Reise mit meiner Familie nach Hamburg machen. Ich reise mit meiner Frau und unseren 4 Kindern. Wir werden in dem Hotel La Rosa übernachten. Bitte hol uns am Bahnhof ab. Dein
Erik.